Ah, hier ist ein bisschen Hartholz. Wir müssen ja wieder die 10 Stück zusammenkriegen, die wir gerade abgegeben haben. Ich brauche ja noch mehr. So. Das hier ist diese komische Statue. Noch ein bisschen Stechpalme. Und das Schwert nehmen, falls hier so ein schleimiges Ding ist. Okay. Das war's anscheinend. Ah ja, wenn wir wissen. Hartholz bekommen. Achso, wir können ja noch hier unsere Quest abholen. Yeah. Unsere 500 Gold. So. Wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich direkt den Zauberer mal so eine Brombeere geben. Nein, du sollst sie ihm schenken. Vielen Dank, ich denke, das könnte nützlich sein. Besonders magst du sie anscheinend nicht. Komm ich nicht raus. Tja, eigentlich hoffe ich ja, dass ich hier noch ein bisschen Zeug finde. Aber finden tue ich hier nichts, außer Bäume, Bäume, Bäume. Da haben wir echt viel. Stört ja auch keinen, dass wir hier einfach die ganze Bäume einfach abholzen. Aber ist natürlich irgendwie schon ein bisschen komisch, ne? Also das ist immer noch merkwürdig, dass ich hier einfach alles wegholze. Ist ja schließlich nicht mein Hof hier. Oder habe ich ja schon so viel Holz? Kann ja keiner so behaupten, ach, das ganze Holz, das brauche ich. Soll ich das im Grunde? Na gut. Gucken wir, ob Lea zu Hause ist. Damit wir schon mal was schenken können. Ja, da ist sie. Hi! Nimmst du dir je einen Tag frei? Nee, nicht wirklich. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Freundschaft errungen, dank dir. Neuer Erfolg, ein neuer Freund. Hi. Aber jetzt ein Stern mehr, cool. Ein Stern, ein Herz. Kriegen wir denn jetzt wieder ein neues Event? Nee. Damit du wieder Kraft schöpfen kannst. Was denn? Hm. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal noch zum Dingens. Strand. Nix da, nix da. Das ist blöd. Kann ich eigentlich meine Hake heute wieder abholen? Nee, ne? Bin ich gerade echt nicht sicher. Würde ich aber gerne langsam mal. Ich finde immer so viele Regenwürmer hier. Gucken einfach mal, ob wir die jetzt wieder kriegen. Einmal rüber sind, ist ja nicht weit weg. Braucht nicht viel Zeit. Wenn wir hier im Müll einmal gucken, auch nichts drin. Zu spät. Na gut. Soll egal sein. Wir können eigentlich jetzt mal anfangen, dass wir mit den Steinen die Gehege einzäunen. Was meine ich jetzt? Lauf. Dank dir, das sieht nett aus. Ja, bitte.
Hätte ich eigentlich in Elliot eben auch eine geben können, ne? Ich will eigentlich will ich ja bei allen beliebt sein. Wollen ja eine gute Meinung von mir hier haben. Die Dorfbewohner. So. Nee. Dann Steine. Ich muss auf jeden Fall noch mal, auch nochmal in die Mine. Das Harz auch eben da rein tun. Zack, zack. Brauche ich ein Hartholz jetzt noch dabei? Okay, ja, ich glaube, ich mache den Hühnerstall ein bisschen größer. Könnten auch tiefer machen. Da sind ja jetzt ein paar mehr Tiere. Aber eigentlich, das kann ich eigentlich nicht besser machen. Aber einfach mal ein bisschen was. Brauche ich ja eh. Falsche Taste. Zack. Tolles Geh gegen die blöden Regenwürmer, das nicht weg. Dann machen wir den bis hierhin. Da kommt man nicht durch, ne? Soll ich das so machen? Sieht irgendwie blöd aus, ne? Aber das ist nicht aber auch irgendwie ein bisschen blöd. Ne, Moment. Das ist hier sowieso Kacke. So, wir setzen den, wenn. So was hier neben. So. Er hat Rex da ein bisschen Privatsphäre. Mache ich jetzt hier zu oder gehe ich tiefer? Ich glaube, ich mache einfach hier generell so den Weg durch. Dann machen wir noch hier einen hin. Komm. Tor. Zack. Zack. Und hier noch hin. So. Das sind ja die Regenwürmer, stimmt. So, Tor. So. Spitzhacke. Mayonnaise-Maschine. Nochmal Mayonnaise-Maschine. Setzen wir die hier in die Ecke. Haben wir ein bisschen mehr Platz für noch mehr Maschinen. Zwei. So. Den Gehweg können wir eigentlich hier so drumherum setzen. So. Ich wollte eigentlich auch Gehweg immer noch bis da oben hin gemacht haben. Kann ich auch wieder, aber das kriege ich doch, glaube ich, raus mit der Hacke, ne? Ja. So. Habe ich hier einmal so einen ganzen Gehweg. Den muss ich morgen noch zumachen. Dann nochmal hier den Käse rausholen. So, Käse da rein. Milch da raus. Und die auch noch da rein. Okay. Sagen haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz für die Hühner. Habe ich jetzt auch mehr Platz für Maschinen. Kann ich eigentlich direkt auch herstellen. Bei. Also ein Spinnrad reicht, glaube ich, hier auch, ne? Mayonnaise-Maschine brauche ich Erdkristall, Kupferbarren. So. Ach, nehmen wir direkt die zwei. Erdkristalle sind ja hier. Eins, zwei. Was brauche ich denn noch? Ach, Holz.
Ich habe kein Holz. Hab sogar recht viel Holz hier. Eins. Zwei. Gut, dann können wir direkt da auch hinstellen. Nein, kein Energieriegel. So, können wir jetzt sogar fünf Stück hier hinstellen, letztendlich. Eins. Zwei. Gut. Und dann haben wir hier Weidefläche, passt doch. Das ist doch ganz nett so für die Hühner. Dann können wir jetzt die Mayonnaise noch verkaufen. Haben wir wenigstens etwas, was der Bürgermeister abholen kann. Da ist nämlich nicht ganz umsonst gegangen. Und dann gehen wir wieder zu Bett. Ja, ins Bett bitte. Wir hatten ja auch hier die Ziegenmilch, die Lila, ne? Okidoki. Tag 22 im Winter. Ja, das mit dem Geld sieht schon besser aus. Wetterbericht. Willkommen bei Katsu, der Lieblingsquelle für Wetterunterhaltung. Wartet morgen. Was sind wir? Schnee. Leben von Land. Willkommen bei Leben von Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Hast du schon drei kleine braune Stiele aus dem Boden sprießen sehen? Die sind manchmal wirklich schwer zu erkennen, aber wenn du an dieser Stelle gräbst, kannst du immer etwas finden. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Sie meinte die Regenwürmer. Da ist echt nicht die Regenwürmer, oder? So, können wir das nicht einlegen? Das ist Weizen. 1, 2, 3, 4. Machen wir das. Den Amarat. Das ist. Das war aber Gold, Amarat. Das goldene Zeug einlegen macht also keinen Sinn. Nur das normale. Gut, haben wir das auch geklärt. Oh, Mayonnaise, jede Menge Mayo. Santig Mayonnaise haben wir da schon. Oh, da haben wir tatsächlich ein schwarzes Huhn. Tio. Schattenei. Nein, lass es nicht essen. Wolltest du mich eigentlich verarschen? Ich hab dir gerade schon mal gesagt, dass du nicht essen sollst. Also doch kein Dinosaurier. Komisch. Aber so schwarzes Huhn ist cool. Von daher tun wir uns das Ei weg. Ah ne, die Maschinen laufen gar nicht. Okay, egal. 1 und 4. So. Die Regenwürmer weg? Nee. Die sind immer noch da. Hartnäckige Viecher. Dann habe ich hier wieder Pilze. Die Pilze haben wir noch nicht in guter Qualität jetzt hier. Machen wir hier auch wieder dicht. So, ist schon. Passt. Ach nee, war die falsche. Wir müssen hier hin. Ich habe immer noch keine einzige Kuh, die mir irgendwie mal ein Kalb bringt. Obwohl ich das einmal angeklickt habe und nicht. Da soll mal einer verraten, wie das geht, ey. Bleib doch stehen. Ich stand doch nicht vor der Ziege. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, aus dem Weg. Okay. Zack, haben wir.
Jetzt haben wir 1. Gut, dann haben wir das und das. Ja, haben wir Ziegenkäse. Da war aber noch ein Käse, den ich so gerade in der Hand hatte. Hier. Einmal. Zweimal. Gut, dann machen wir hier Steinmauer, da Steinmauer. Weil ich muss eigentlich eher von hier aus gehen, weil ich will ja von hier aus zuziehen. Kann ich ja nicht gleich nochmal zu Robin gehen und sagen, ja, ich brauche nochmal den Dingens. So, das raus, das raus. Da brauche ich ein Tor. So, hier hin. Das Tor kann eigentlich fast da bleiben. Will eigentlich nur woanders haben. Bisschen mittiger. Tor, kommst du her? Aber das kann da. So, zack, haben wir das. Tor hier hin. Steinwand dahin. Passt. Haben wir 3 Silos. Haben wir noch 400 drin, also von 69. Wir hatten mit 29, 27 hatten wir ja angefangen, ne? Im Winter. Aber es ist schon noch ein bisschen was. Einmal. Aber ich habe ja gar keine Kupferbarren. Das habe ich jetzt alles rausgenommen hier. Ich wollte doch nur das und Kohle. Das kommt dann hier rein. Das kommt noch hier rein. Und dann holen wir mal unsere Hake ab. Kann man mal gucken. Oh, da haben wir wieder so eine Kristallfrucht. Eigentlich brauche ich erst gucken, wenn ich meine Hake habe, wegen den ganzen Regenwürmern. Okay. Das ist schon mal einiges. Haben dann jetzt hier die Gießkanne Gold, wir haben die Hake Gold. Und die Spitzhacke werde ich dann relativ schnell auch in Gold machen. Oh, wir haben Brot gefunden. Ist doch mal gelohnt, hier so ein bisschen mal reinzuschauen. Bringt das Brot. Ein bisschen Energie. Sieht aber aus wie ein Baguette als ein ganzes Brot, ne? Hat ja was? Nur eine grüne Alge. Hallo Clint! Yeah, Goldhacke! Du erhältst Goldhacke! So. So gehört sich das. Habe ich doch recht weit geschafft. Da, Elliot ein Geschenk. Also mit den Werkzeugen, ne? Ich hatte ja das vorgehabt, im Winter die recht weit zu bringen. Und es ging auch einigermaßen. Ne, da komme ich gar nicht dran. Oder die ganzen Bücher, die ich schon gefunden hatte. Es sieht nicht so aus, als hättest du irgendetwas. Ich will dir eigentlich auch was schenken. Oh, Elliot, geh aus dem Weg. Oh. Der Idiot, ey. Ich hab dir gerade was geschenkt und du bist mir nur im Weg. Jo, kriegst du ein Kupfererz. Jetzt bin ich deprimiert. Was? Du magst Kupfer. Zählt dir das denn jetzt als Geschenk? Ja. Er hat Pech gehabt. Ich gedacht, der würde Kupfer mögen. Ist ja Schmied. Hätte ich ihm doch lieber eine Brombeere gegeben. Ha, ein Nautilus. 2 Stück sogar. Geile Sache. So, ansonsten ist hier erstmal so nix. Nee, nee, nee. Ah, doch da. Eine Mupfel.